Schlussendlich sind wir alle gefordert, einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit zu leisten. Und da gibt es natürlich verschiedenste Instrumente, sei es jetzt so von kleinen Maßnahmen weg vom Drucken etc. bis hin zu großen Maßnahmen, wo man dann wirklich in Richtung Planung gehen muss. Das heißt, jedes Unternehmen ist gefordert, hier Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu setzen. Und das sind eben ESG-Kriterien sehr, sehr umfassend möglich, diese umzusetzen. Aber ganz wichtig ist der Kunde. Kunde heißt Mieter-Eigentümer, wenn man in den Wohnungsbereich hineingeht, den wir mitnehmen müssen, denn ohne unseren Kunden geht auch die Nachhaltigkeit sehr schwer.